Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und heute beschäftige ich mich mal mit dem Thema Aufbewahrungsfristen und Löschfristen und wie man mit diesen praktisch umgehen kann. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann abonniert doch meinen Channel und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, dann gibt es da noch dieses kleine Glöckchen. So, als kleine Unternehmer oder Selbstständige und Co. unterliegen wir in Deutschland natürlich auch gewissen Pflichten und zwei davon sind zum Beispiel Aufbewahrungsfristen für Geschäftsdokumente und natürlich Löschfristen für Dokumente und Daten, die sozusagen personenbezogene Daten enthalten. Das ist natürlich grundsätzlich immer ein Konflikt, weil das eine beißt sich so ein bisschen mit den anderen. Aber das Kernthema ist ja, wenn man zum Beispiel mit Dokumenten arbeitet. Bei E-Mail, da gibt es schon einige Lösungen mit Mail-Archivsystemen, die bestimmte Automatismen dafür haben. Und Buchhaltungssoftwares, die haben auch inzwischen, zumindest wenn die eine aktuell weiterentwickelte Version sind, ganz oft schon Werkzeuge dafür, damit man bestimmte Löschaufgaben automatisiert durchführen kann oder halt auch, dass Aufbewahrungsfristen eingehalten werden können. Bei den Dokumenten, da ist es meistens ein bisschen schwieriger und zwar würde dann die Empfehlung des Experten auf ein Dokumentenmanagementsystem weisen, was aber in der Praxis zwei große Probleme mit sich führt. Einmal die Kosten. Klar, es gibt auch hier oder da bestimmte Softwares, die ein bisschen preisgünstiger sind. Aber trotzdem braucht man dafür auch eine kleine Infrastruktur, das heißt einen kleinen Server und Co. Und der zweite Grund ist einfach der Aufwand. In einem kleinen Unternehmen mit 1, 2, 3, 4, 5 Angestellten, die mit den Dokumenten arbeiten sollen, werden in der Regel keine komplizierten Workflows benötigt, die man mit einem komplexen Dokumentenmanagementsystem gut sozusagen abbilden könnte. Das heißt, dieser Part, der fällt schon mal komplett aus. Und dann kommt halt als zweites immer das Argument, die Durchsuchbarkeit der Dokumente. Ja, ist ein Argument, aber auch nur in einem gewissen Grad, da wenn man Dokumente in einer vernünftigen Struktur vernünftig verschlagwortet und teilweise auch noch mit einem OCR-Scan belegt, dann hat man diese Probleme eigentlich nicht, weil zumindest unter Windows kann ich auch durch PDF suchen und wenn ein OCR drüber gelaufen ist, das heißt eine Texterkennung drüber gelaufen ist, lassen sich die Dokumente auch durchsuchen, selbst wenn die gescannt sind. Die selbst erzeugten Dokumente sowieso. Weshalb ich jetzt so weit ausgeholt habe, sind natürlich die vorgenannten Argumente, Kosten, Komplexität und natürlich auch der Aufwand, die dazu führen in der Praxis, dass von vielen dieses Thema so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, beziehungsweise sogar komplett ignoriert wird. Das ist aber theoretisch und praktisch nicht nötig. Ich habe zum Beispiel hier so eine kleine Lösung gefunden, die mit der man sozusagen das Thema leicht erschlagen kann. Und zwar ist das die Synchronisationslösung TeamDrive, mit der man wie gewohnt weiter in seiner eigenen Ordnerstruktur weiterarbeiten kann. Der Charme dabei ist, dass man beliebige Ordner im Dateisystem zu einem sogenannten Space umwandeln kann mit entsprechend unterschiedlichen Eigenschaften. So, ich habe hier mal vorbereitet einen leeren Ordner, den habe ich hier einfach mal GeoDB-Test genannt. Ich will jetzt rund um TeamDrive nicht allzu weit ausholen, weil da sehr, sehr viele Punkte sind. Deshalb würde ich dann eher weitere Videos noch machen zu anderen Punkten in TeamDrive. In dem Fall tue ich mich jetzt einfach nur mal darum kümmern. So, das heißt, wir haben jetzt den Ordner, der ist aktuell leer, der Ordner. Den wandle ich jetzt in einen sogenannten TeamDrive Space um. Unter Windows hat man dann nach der Installation von TeamDrive das ganz normal hier im Kontextmenü. Unter Mac OS oder auch in den verschiedenen Linux-Varianten ist das ähnlich. Ich klicke hier einfach mal jetzt diese Space-Erzeugung an. Dann kommen wir hier auf
diese Seite, wenn man jetzt einen normalen Space erzeugt, braucht man hier eigentlich jetzt nichts weiter zu konfigurieren, sondern drückt ihr einfach mal auf Space erstellen und dann ist der Space fertig. Um jetzt diesen Space GeoDB konform zu konfigurieren, müssen wir hier auf erweiterte Optionen gehen, ignorieren hier die oberen beiden mal und gehen hier auf den Punkt Aufbewahrungsfrist. So, hier hat man jetzt verschiedene Vorgaben, die man nutzen kann. Das heißt, Geschäftsdokumente bis zu 10 Jahren oder halt irgendwie Bewerbungen und Co. 3 Jahre oder weniger, je nachdem. Und wir nehmen jetzt einfach mal einen Monat. So, damit ist die Aufbewahrungsfrist erstmal grundsätzlich konfiguriert. Das heißt, es wird auch alles protokolliert, was rein, raus oder verändert wird. Wichtig ist der Punkt hier, verhindere das Löschen von Dateien vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist. Das heißt, wenn man in dem normalen Dateisystem die Datei gelöscht hat, dann ist die ja erstmal raus. Das kann man auch mit dem TeamDrive nicht unbedingt verhindern. Aber TeamDrive hat einen sogenannten Server-Papierkorb. So, und wenn man diesen Knopf gedrückt hat, da kann man diesen Serverpapierkorb oder den Inhalt des Serverpapierkorbs erst löschen, wenn die Aufbewahrungsfrist für das jeweilige Dokument abgelaufen ist. Das heißt, andere Dokumente, die den Ablauf schon durch haben oder die keinem Ablauf unterliegen, die lassen sich jederzeit löschen. Aber je nach Dokument wird halt sozusagen diese 10 Jahre dann eingehalten. So, dann kann man hier noch einstellen, lösche Dateien nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist. Das heißt, die Dokumente, die es betrifft, die werden automatisch in den Serverpapierkorb verschoben. So, das klicken wir jetzt natürlich auch mal an und dann erzeugen wir einfach mal den Space. So. Damit ist eigentlich schon alles eingerichtet, was man da einrichten muss. Und dann kann man ganz normal hier sagen, ich erzeuge hier mal ein neues Dokument oder einen neuen Ordner. Also darunter kann man ganz normal weiterarbeiten, wie man es gewöhnt ist. Und es wird automatisch alles sozusagen von diesem TeamDrive erfasst und auf den Server gesynkt. Wenn man sich jetzt über den Datenschutz und so unterhält, das ist ein völlig zweites Thema, also zum Beispiel Serverstandort. Es gibt verschiedene Serveranbieter, die in Deutschland eine Infrastruktur dafür anbieten. Wenn man genug Geld ausgeben möchte, kann man sich im Gegensatz zu vielen anderen kommerziellen Synchronisationslösungen auch einen eigenen Sync-Server hinstellen lassen. Wird aber auch wahrscheinlich selten passieren, kostentechnisch einfach. So, also der hat jetzt hier sozusagen die zwei Ordner und das eine Dokument reingesynkt und jetzt öffnen wir mal das TeamDrive. Na, tut mich heute ein bisschen ärgern. So, das heißt, wir sehen ja schon einen Aktivitätsverlauf, was hier alles passiert ist. Und wir gehen mal auf die aktiven Spaces. Wir sehen, jetzt haben wir unseren GeoDB-Test und können hier mal auf die Eigenschaften gehen. Das heißt, wir haben hier eine Anzahl von Versionen. Das lässt sich nicht mehr umändern. Das ist auch richtig so. Wir haben hier den Punkt Aufbewahrungsfristen. Die lassen sich zwar hier noch anklicken, aber ich habe das erst schon getestet, es bleibt bei einem Monat stehen. Das ist auch richtig so, dass das nachträglich nicht mehr verändert wird, genauso wie diese Punkte. Die lassen sich zwar hier noch einstellen, aber wenn man sozusagen das Fenster wieder zumacht und wieder aufmacht, steht das wieder auf Standard zurück. Lässt sich auch nicht verändern. Ist auch richtig so. So, dann sehen wir hier zum Beispiel unsere ja, gehen wir hier auf Dateiversion. So, da sehen wir haben jetzt hier eine Dateiversion. Wir können jetzt natürlich noch weitere Versionen erzeugen. Das heißt, wir ändern das Dokument einfach mal und haben dann sozusagen zwei Dokumente hier.
Jetzt könnte man sagen, ich will jetzt zum Beispiel dieses vorhergehende Dokument hier auch löschen oder halt das ganze Dokument löschen. Also ich klicke jetzt mal einfach hier an. Da sehen wir schon, dass sich das in dem Fall hier nicht löschen lässt, was ja auch richtig so ist. Also es darf ja nicht löschbar sein. So, jetzt kann ich hier aber sagen, ich lösche das hier im Dateisystem, dann ist das natürlich weg. So, jetzt hat man das geschafft und jetzt finden wir das Dokument hier in dem Serverpapierkorb hier drin. Und jetzt könnte man ja sagen, gut, ich lösche das hier aus dem Serverpapierkorb, lässt sich auch nicht anklicken oder wir gehen eine Ebene drüber und löschen halt den Papierkorb für diesen Ordner. Dann fragt er hier sogar nach einem Passwort. Also das ist im Prinzip das teamwork-eigene Passwort, was man hat. Und wir sehen, wenn wir jetzt den anklicken, dass das Dokument nach wie vor drin ist. Das heißt, wir haben ja gesagt, dass das Dokument geschützt wird vor dem Löschen, was in dem Fall jetzt passiert ist. Das heißt, andere Dokumente, wenn die jetzt den Monat schon überzogen hätten, die hätte es jetzt dort rausgelöscht, aber das Dokument nicht. So, dann sollte man natürlich auch noch ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt diesen aktiven Space hier hat. Also wir gehen hier mal zurück und auf Informationen gibt es hier erweitert das Löschen der Dateien im Papierkorb. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, den würde ich jetzt hier nicht in dem Fall auf 180 Tage stehen lassen, sondern würde sagen, gut, maximal ein Monat. Das heißt, es ist so eine Karenzzeit, vielleicht auch bloß 14 Tage. Dann muss man halt wirklich auch alle 14 Tage reinschauen, welche Dokumente hat er denn da in den Papierkorb verschoben. Das heißt, die Dokumente, die durch diese Regel in den Papierkorb verschoben werden, die werden ja nicht sofort gelöscht, sondern nach dieser Regel oder wenn man eingestellt hat, niemals, dann werden die natürlich nie gelöscht, was aber nicht den Löschpflichten entsprechen würde. Das heißt, ich würde mir hier wirklich ein paar Tage Karenzzeit einräumen, wo ich sage, gut, alle ein paar Tage schaue ich mal, oder alle, sagen wir mal, 2, 3 Wochen schaue ich mal in den Ordner und schaue nach, welche Dokumente will er denn jetzt löschen, falls doch irgendetwas noch dabei ist, was nicht gelöscht werden darf. Durch was auch immer das zustande kommt, weiß man ja manchmal nicht. So, das heißt, ich würde hier mir irgendwas auswählen, was sozusagen nicht einen völligen Bruch bedeutet mit der Löschpflicht. So, jetzt hat ja die GeoDB noch eine Forderung, dass Änderungen, Löschungen und Co. Revisionssicher reproduziert. Also das heißt, die Dokumente müssen erstmal revisionssicher sein. Das heißt, es muss ja irgendwie beweisbar sein, dass die an dem Tag da archiviert wurden. Und das Zweite ist, wenn natürlich Versionen erzeugt werden, dass man einen Verlauf hat, den man reproduzieren kann. Das heißt, die Versionen werden ja sowieso nicht gelöscht, aber man muss es ja auch sehen, wann wurden die denn am Ende verändert. Ist ja in einem Rechtsstreit spätestens ist das ja wichtig zu wissen. So, und da haben wir jetzt die Möglichkeit, also wir gehen jetzt mal zurück und sagen wiederherstellen. Schieben das mal zurück. Jetzt haben wir das hier wieder drin. Und wir haben das sogar. Moment. Haben das sogar mit den jeweiligen Dateiversionen wieder verfügbar. Gehen wir mal zurück auf Info und hier haben wir die Aktivitäten. Und hier können wir jetzt sagen, Space, also wir können die ja nicht löschen, ist ja auch richtig so. Wir können jetzt die Space-Aktivitäten anzeigen, dann würde der das hier in dem Browser drin zeigen. Was er jetzt nicht tut, das dauert immer ein bisschen eine Weile, ehe der hier das anzeigt. Wir gehen jetzt mal zurück, gehen nochmal hier in die Space-Aktivitäten exportieren.
So, dann erzeugt er eine CSV-Datei. Das heißt, ein sogenannter Prüfer könnte sich die jederzeit hier exportieren und würde halt so die aktuelle, sag ich mal, den aktuellen Verlauf haben. So. Das heißt, wir haben hier eine Excel bekommen oder eine CSV, die man dann natürlich in einer Excel-Anwendung öffnen kann. So. Und die kann sich der Prüfer jederzeit ziehen. Das sieht nicht sehr schön aus, aber es ist ausreichend, um, sage ich mal, den Verlauf kontrollieren zu können. Ja, da die ja auf dem Server nicht veränderbar ist. Das heißt, nicht löschbar, das Protokoll ist so lang drin, wie es drin sein muss. Und ist durch den normalen Nutzer und auch durch einen Server-Administrator nicht manipulierbar, weil es verschlüsselt ist. So, das war eigentlich schon alles. Wenn es jetzt noch weitere Fragen geben sollte, dann könnt ihr ja die Fragen unten unter dem Video stellen. Das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch meinen Channel und ich wünsche euch einen hoffentlich Corona-freien Monat Juni 2020 für die, die es später anhören. Ja. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Christoph.